Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen, wieder eine Folge. Wie gewohnt, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir legen los. Setzt die aus Laborhilfe außer Gefecht. Du wirst doch nicht sterben. Ich mach nur Bitzi, Bitzi, Bitzi. Hä? Was? Wie? Wo? This is them. Take them out or let them go. Oh! Hab ich nicht aufgepasst. Wir wollen ja eigentlich nichts Böses. Wo kommt einer? You, hands up, back up, back up, and freeze. We get collateral. You want to see his very large brain smeared on the glass? Open up. The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. Over there, now. Da ist das Zeug. This will make me. Most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. These scientists have done enough good work for today. Put them to sleep. It's... We need to get it into a refrigeration unit. Facility security has been compromised. Warning, warning. You got the right weapon? This shit's about to get real. No! Send detail, there! Look at this idiot! Oh! Jetzt ist da Nixon mit Kuchen essen. Let's keep moving. Up through here. Drop the fucking gun! You chose the wrong line of work. Game over. Don't shoot me. I'm carrying nerve toxins here. Sooner we're done, the better. Another guard. Poor bastard. Left. We need to be gone before the whole place gets shut down. Corridor goes around to the left. Auf geht's, auf geht's. I don't want to be here either. Let's go, let's go. Take cover. You're a joke. You hit me in the wrong place and we're all fucked. Du musst wieder aufstehen. Nicht aufstehen. Was macht das so Geräusche? Oh, Affen. Kann man die freilassen? Ich will sie freilassen. Holt die raus! Geht nicht, oder? Schade. Ist ja lustig. Okay. Oh!
Gewalttätig. So, mit was fahren wir jetzt weg? Mit dem Tracker hier? Könnt mit dem hier fahren. Oh, der filmt. Steckt das Nervengift? Was? Ach, hier. Here we go. Get her on ice before the sell-by. Okay, stay. Easy does it, M. Plumps, kaputt. The apocalypse in my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? Package is ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. It's a flying pig rig. And we need a flying pig rig Whoa, right now. Geil. Ein fetter Kran. Also ein fetter Heli. Ich komme. Oh, das war knapp. Der fette Heli sinkt aber auch fett schnell. Ja, ich bin ja dabei. Was? Der bleibt zurück? Hä? Oh, FIB Special Agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet for my country. Time to go. Bring us up. Boah, krass, oder? Sie haben ins Bein geschossen. Nicht aufsetzen! Oh! An den Berg klatschen. Bam! Oh, Schild. Ah! Leben am Limit. So. Was ist da drin? Das könnte eine Apokalypse auslösen. Hä? Ach, muss ich die ausklingen? Ach du Scheiße. So. Okay. Ach, da hinten muss ich landen. So. So. Gepackt. Wie ein Meister. Absolute Wahnsinn, liebe Leute. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? I'm probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Und Geld gibt's auch nichts, oder? Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact.
Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Ich bin ja mal gespannt. So einfach wird's wahrscheinlich nicht sein. So. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. Dino! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy, so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandoned me. I am not abandoning you. I am going home. Street you! I know. Oh! I know. Da war eine Kuh auf der Straße. Ja. Ich fahr einfach weiter. Da war eine Kuh auf der Straße. Mei. Ganz gechillt gelaufen. Ich lese den Text. Bam. Ja, nice. Einfach so eine Kuh. So eine blöde Kuh, diese Kuh. Miep, 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 miep. Warte mal schneller. Ich muss sie abbiegen. So. No. Stay. Treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another! That's fucking perfect! Thank Michael for this statue! It is exquisite! Yeah. Yeah, I will! No. Jetzt ist unser kleiner Trevor ein kleines Sensibelchen. Das ist aber so putzig. Ja, Wahnsinn. So. Ja, was machen wir jetzt mit dem Trevor? Ich weiß es gar nicht. Nee, 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 nee. So. Dem gehört ja immer dieses Dunkelbraun. Oh, da wäre auch was. Aber jetzt sind wir schon... Wo sind wir denn? Da sind wir. Wenn wir schon so weit unten sind, ne? Wann sind wir das schon mal? Dann machen wir hier N und dann T. Aber können wir uns nicht vielleicht ein anderes Auto holen? Hier, den da. Das finde ich gerade ganz schnuckelig. Wo wollen wir denn hin? Ich möchte deinen Lotus. Nee! Ich habe mich umentschieden. Hey! Bleib da stehen! Okay, ja, okay. Ja, komm! Hinaus mit dir. Bam, einmal in die Fresse und raus mit dir. Mei, bist du schwer. So, ich könnte mir jetzt die Banshee holen, aber die ist jetzt schon kaputt. So. Und Infernus fährt man ja auch nicht alle Doggy, ne? Da ist sie. Er kann sich glücklich setzen, dass er sein Auto behalten darf. Uah. Uah. Auf die Autobahn. Boah, das ist schon krass.
noch so fahren, da fühlt man sich gleich wirklich voll flach wie ein Brett. Scheiße. Das beeinträchtigt unsere Lenkung ein wenig. Aber geht noch. Geht immer noch gut. Oh, wird aber langsamer. Ja, bis wir da sind, können wir damit fahren. Oh, was haben wir hier? Da. Ich helfe dir. Dafür bin ich doch da. Hat er ein Glück? Er hat eine Waffe. Trevor 1, Ding! Random Thief 0. Oh nein, der arme Kerl, schaut mal. Eieiei. Reifenspuren im Gesicht. So. Hey Kollege, ich hab dein Geld. Ich könnte jetzt auch behalten. Hallo. Aber manchmal muss man was Gutes tun. Das gilt für jeden Menschen auf diesem Planeten. Man kann jeden Tag ein Arsch sein, aber manchmal muss man auch was Nettes tun. Genau, er sagt. Hey, wo sind die schönen Autos, die gerade eben noch hier standen? Oh, den nehme ich. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt nichts gegen schöne alte Amis, aber übertreiben wollte ich es jetzt auch nicht. Der erinnert mich immer so ein bisschen an einen speziellen Maserati-Modell. Oh. Ich habe gerade was Gutes getan. Ich finde, das kann man mir ansehen. Ja, wo willst du denn jetzt lang? Rechts, links, rechts. Hey, man schießt auf mich. Ich habe doch noch gar nichts getan. Fang mich doch. Na gut, okay. Ich gebe auf. Ja. Ich gebe auf. Okay, ich gebe doch nicht auf. Idiot. Oh. Kriege ich die denn jetzt los, verdammt. Hey! Was machst du denn? Oh. Der arme Kerl. Eieiei. Ich muss die irgendwie loswerden. Das wird natürlich nichts, aber. Viel geschlagen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der geklappt hätte. Fahrzeugwechsel. Raus mit dir! Mein Auto hat schon Einschusslöcher, deswegen muss ich leider Fahrzeug wechseln. So. Oh, und der Wagen ist so geil. Wie kriege ich denn jetzt die Bullen los? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. So schlimm war das doch gar nicht. Ich glaube, ich habe ein Auto geklaut. Und dafür wollen die mich töten. Schon ziemlich dreist, gell? Könnt ihr mich sehen? Ich bin sie los. Aber komischerweise, der Auftrag, der eigentlich hier wäre, ist irgendwie weg. Seltsam. Ich habe leider jetzt auch nicht gesehen, warum der weg ist. Der ist einfach dich an den Zaun anecken. Da kriegen wir doch Kratzer. Da passe ich ja gar nicht durch. Wo bin ich denn hergekommen? Hä, da passe ich her. Hä, wo bin ich denn her? Ja, scheiße. Uiuiui. Das schöne Auto. Da passe ich ja auch nicht durch.
Hey, wo ist denn der Weg? Das schöne Auto. Hier ist der Weg. Nee, hä? Ah, ich glaube, hier ist der Weg, oder? Ja, auf jeden Fall geht's da zur Straße. Ganz komisch. Verzwickte Sache. So. Wieder auf der Spur von dem, was wir eigentlich machen wollten. Oh, der Wagen ist so geil. Ich vermute ja mal, dass das so ein Camaro darstellen soll. So aus den 90ern. Oder ein Pontiac. Das könnte auch ein Pontiac sein. Vom Symbol her wäre es wahrscheinlich eher Pontiac. Eins der letzten Pontiacs. Oh yeah. Den müssten wir eigentlich in der Garage stellen. Ich mag den Wagen. Und den gibt es nicht so oft in dem Spiel. Den sieht man ganz selten nur. Ich glaube, beim vorigen Teil war es sogar so, dass man den eigentlich nur so richtig in einer Mission kriegen konnte. Es gab mal so eine Mission, wo man jemanden verfolgen musste. Und danach hat man den eigentlich nie wieder gesehen oder nur ganz selten mal. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, Floyd? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd, I told you. I've got a career. I don't need this. Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Hey, und jetzt? Gehen wir, okay. Oh, hey there, Trevor. Das sieht etwas blutig aus. Did you meet Deborah? Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car. All right? Let's go have the time of our lives. Ich würde sagen, er hat sie auseinandergenommen. Bisschen schade. Obwohl, die war wirklich ein bisschen komisch drauf. Obwohl, bei so einem Gestörten wäre ich auch ein bisschen komisch drauf. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No.
I don't think she can, Wade. Just Floyd can? Floyd's gonna meet us there. Boys trip! Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah! It's syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now, Cousin Deborah don't want you around. I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is... Ow! Uh-huh. You can't rely on anyone. Anyone except me. I think so. Whew! I should know how to. This is it. What's it? This is where Floyd is gonna meet us, a strip club? Oh yeah. Oh yeah, strip club. Like him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two, I want you to give this boy a good time. For a long time. Hey, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Through there. To the right. Thank you. Der ist total blutig. Dem sagt man einfach so Hallo. Verrückte Welt. Amigo! Prepare to meet your new partner. Okay. Puh. Neuer Partner. Wenn er das so sagt, dann wird's so sein, ne? Wieder zu Hause? Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right. Message Franklin. Oh, wir haben hier einen Porsche. So. Was machen wir denn jetzt noch? Eigentlich nicht mehr viel. Und ich denke, dass wir dann jetzt das Tee machen werden. Also... Dass wir weiter mit ihm ein bisschen arbeiten. Schöne Musik, aber ich muss die ausmachen. Chaka chaka boo. Jetzt ruft jemand an. Hello, IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. Naja, gut. So, jetzt habe ich mir einfach mal so eben so nebenbei die Scheibe eingeschlagen. Kann man ja mal machen. Tee. Haben wir hier. Das machen wir nächste Woche. Nee, morgen. Morgen ist ja noch eine Folge. Wow, wie cool ist das denn? Ja, dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.